Wir sind immer noch beim Thema chronische Wunden und ich würde euch heute gerne einmal einen Wundabstrich nach Essener Kaiselmodell zeigen, womit man zum Beispiel multiresistente Keime wie MRSA in einer Wunde nachweisen kann. Alles zum Thema ambulante Pflege findest du hier bei Ambulant Blogged. Dein Pflege- und Gesundheitsblog im Netz. Ein Wundabstrich entspricht einer mikrobiologischen Probeentnahme einer Wunde. Er wird durchgeführt, wenn die Gefahr einer Wundinfektion besteht. Beim Wundabstrich nach Essener Kaisel wurde in verschiedenen repräsentativen Tests nahezu das vollständige Keimspektrum der aeroben Bakterien einer Wundoberfläche abgebildet. Der MRSA-Keim konnte im Vergleich zur Levine-Abstrichmethode im Test häufiger nachgewiesen werden. Um den Wundabstrich zu demonstrieren, habe ich jetzt einfach mal mit den Legosteinen meiner Tochter eine Wunde nachgebaut. Das Rote sollen die Wundränder darstellen und das Gelbe wäre dann demnach der Wundgrund. Und ganz wichtig nochmal vorab, die Wunde muss vorher gereinigt werden, also die fibrinösen Belege und alles, was sich entfernen lässt, muss entfernt werden. Allerdings halt nur mit Kochsalzlösung und nicht mit einem Desinfektionsmittel, weil wir sonst das Ergebnis verfälschen könnten. Ich würde sagen, wir sind startklar. Die Wundränder dürfen nicht berührt werden, sondern wir gehen am Wundgrund mit leichtem Druck von außen nach innen oder, wie man in der Fachsprache sagen würde, von peripher nach zentral mit leichtem Druck in kreisenden Bewegungen. Gehen wir rüber. So wird die Probe direkt hier reingepackt. Und hier können wir noch sagen, natürlich wichtig, dass die Probe vernünftig beschriftet wird und die wird dann direkt zum Arzt oder zum Labor geschickt, wer auch immer jetzt diese Probe angefordert hat. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war aufschlussreich, hilfreich für euch. Wenn ja, dürft ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr dürft natürlich auch gerne die Kommentarspalte mit Anregungen, Verbesserungsvorschlägen, Kritik oder auch einfach Lob, ich freue mich auch immer über Lob, zukleistern. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos zu diesem Thema. Wir werden das nämlich noch ein bisschen ausweiten. Es wird in den nächsten Wochen noch viel über Material, also Verbandsstoffe gehen. Wir werden die so ein bisschen durchleuchten, also dann wirklich auch mal so ein bisschen auf die einzelnen Verbandsstoffe eingehen, also ein bisschen mehr ins Detail gehen auch und ja, noch ganz, ganz viel Wissenswertes zu dem Thema chronische Wunden findet ihr hier bei Ambulant Blog. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und ich sag bis dahin.